Das ist, schätze ich mal, für euch immer noch in Höhlen gehen und Höhlenerkundung, und ich muss ja auch nicht ausleuchten. Nachher kommen ja irgendwelche scheiß Zombies hin. Oder, na, Zombies sind ja noch leicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, muss ich da noch. Natürlich dumm, dass jetzt hier überall Gravel ist, aber egal. Ach, dann geht das da nach unten. Dann muss ich. So, hier geht es, glaube ich, nach unten. Hier fließt das was ab. So, jetzt können wir erstmal diesen Zwischenraum hier machen, aber vielleicht mache ich auch nicht alles in einem Pflicht. Also das wird wahrscheinlich eine jetzt die ersten nächsten 15 Folgen vielleicht, schätze ich einfach mal. Bestimmt wird es extrem baureich werden. Aber danach verspreche ich euch einfach mal, wenn ich es nicht wieder vergesse, dass wir dann wieder Höhlenerkundung machen, weil wir haben ja noch so ein paar Schluchten hier zu erklimmen oder wie das heißt, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich nehme ich jetzt nicht zu lange auf, damit meine Festplatte nicht explodiert. Ich hoffe es mal nicht. Ach so, nee, da muss ich hier noch machen. Und ich glaube nicht, dass. Ach, wie viel. Ach du Scheiße, habe ich eine Menge mitgenommen. Egal. Und ich sollte hier auch nicht in der Nacht. Ach nee, da kommt doch keiner rein, oder? Nee, ich glaube nicht, dass einer reinkommt. Hoffentlich habe ich jetzt kein Kiesproblem hier, aber Kies ist immer gut für Wege und ich werde auch. Schätze ich, also ich habe mir noch gedacht, irgendwie so ein Hausboot oder so zu bauen. Also ein Haus auf dem Meer, also jetzt nicht auf einer Insel, auf so einer künstlichen Plattform. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das ganz interessant oder so, aber das mache ich alles erst später. Aber hiernach machen wir erstmal eine Höhlenerkundung oder nach dem Bau des vergrößerten. Ich werde mir mal was reinlegen. Ach, sag doch, was das heiße Feld ist so rum. So. Ich weiß, man kann auch nur zwei hoch machen wie Debitor-LP, aber wenn Enderman meiner Meinung nach eh nichts klauen können, ist es mir auch egal, ob es jetzt zwei oder drei hoch ist. Und bei drei hoch kriegt man immer noch mehr Sachen. Wenn man sie natürlich überirdisch baut, wie ich in meiner Let's Show-Welt. Und ich sag nicht mehr so zu sagen, aber das habe ich jetzt wieder gesagt. Aber naja, dann. Ich habe richtig viel Kabel da schon reingesteckt, meine Fresse. Leider kann man das ja euch, also ich, man kann es euch irgendwie zeigen, aber es geht ja leider nicht, weil mir die Welt halt schon dreimal gelöscht habe. Ich war nur, ich renn viel zu schnell. Ich war nur so intelligent, nicht Spaß. Ich habe die nur, warum ist mein Mikro immer so anders? Ich weiß nicht. Ich war so intelligent nicht, aber ich habe es gemacht, dass er mir, falls er meine Welt löscht, dass ich immer noch einen in Reserve habe. Oder zwei halt, aber ja, das habe ich bei der Let's Play-Welt ja auch gemacht. Deswegen werde ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde aufnehmen und dann splitten in zwei, drei oder vier Parts. Ich schätze aber eher in drei. Aber naja. Naja. Hier geht's runter. Das habe ich gerade auch gemerkt. Das wird ein 3x3-Feld. Dann soll es. So. Dann werde ich das hier mal machen. Ich kann auch erstmal die anderen Wasserzuflüsse machen. Wie heißt das? Keine Ahnung, egal. 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wenn hier ich ein 3x3-Feld hin mache, nämlich so, 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 da natürlich. Hoffentlich reichen die ganzen Schaufeln überhaupt für den Gravel hier. Egal, so, so, so. Das war nicht so schlau. Ich glaube, ich mache auch erstmal eine Etage. Und man muss ja 25 Blöcke weg sein, damit überhaupt was spawnt. Deswegen werde ich sie wohl sehr unterirdisch machen. Wir sind hier auf Höhe 55, meine Monster von meiner Let's Show-Welt. Geht, glaube ich, jetzt schon 60 Blöcke hoch. Aber man kann dafür die Etagen. Ach du Scheiße, ist das dunkel hier. Auch sehr groß machen, das kann man ja da, so also kann man auch, aber hier sieht man es nicht so extrem, deswegen bin ich auch noch mal 9 runtergegangen. Heilige Scheiße, ist das dunkel. Egal, ich bin hier ja hoffentlich safe. Und wenn ich hier so ein 3x3 Fleck mache, da muss ja rein theoretisch diese Scheiße da sein. So. Oh, die Minecraft-Musik mal wieder im Hintergrund. Auch mal schön. Und man kann ja maximal, ich kann jetzt noch maximal 45 Etagen nach unten, das heißt überlegen. Ungefähr 10 Etagen, aber ich glaube 10 Etagen reicht, aber ich mache jetzt erstmal echt nur noch eine oder zwei. Wenn man gerade drin ist, kann ich glaube ich auch mehr machen, aber naja. So.
Das ist, glaube ich, besser. Oder was ist besser? Ich glaube, das ist richtiger so. Warum habe ich... Ach so, das muss eh auf. Okay, das ist dann alles in Ordnung. Dann kommt hier diese drei rein. Dann kann ich hier schon mal 8 nach hinten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich hätte es natürlich auch machen können, dass ich den Häcksler erst baue und dann die anderen Etagen. Vielleicht hätte ich das sogar... Nein, aber wir müssen ja ganz nach unten. Ich glaube, so ist auch nicht verkehrt. Also, da muss man zwar noch den Häcksler bauen und dann noch... Ich werde da, wie gesagt, 45 Steine nach unten gehen. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht genau, aber... Naja. Ja, naja, naja. Ruckler. Aber jetzt ist wieder weg, hoffe ich mal. So, ich werde aber nicht... Nee, das ist dann besser. Kann ich da überhaupt eine Tür setzen? Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen leise rede, aber dann spreche ich ein bisschen mit mir selbst und frage mich, ob ich da überhaupt was hinsetzen kann. Vielleicht hat man es eben gehört, wenn man genau hinhört. Macht das Sinn? Ich weiß es gar nicht. Und jetzt ausnahmsweise... Was heißt ausnahmsweise? Ich habe fast nie ein Gesprächsthema, aber jetzt habe ich keins bei Trackmania. Hab ich eins, ich verstehe es nicht. Eigentlich wäre ja andersrum sinnvoll, aber naja. So, so, so. Okay, wenn ich als Beispiel den Häcksler bei Ebene... Moment mal. Überleg doch mal, Trottel. Bei Ebene 5 hinmacht, dann können ja frühestens die Monster ab Ebene 30 spawnen. Das heißt, ich kann 5 Etagen machen. Ja, aber ich glaube, 5 Etagen reicht. Warum sollte ich eigentlich... Ich bin jetzt hier vielleicht nicht an diesem höchsten Punkt, aber ich mache jetzt 5 Etagen. Scheiß drauf, ich mache 5. Das reicht mir. Also, finde ich, dass es reicht, 5 Etagen. Ich habe in meiner letzten Show, ich glaube, 8,5 und ich habe genug Kabel für 5 weitere, glaube ich, aber... Naja, ich bin einfach zu faul, weil meine Kisten explodieren eh jetzt schon, deswegen. Bis auf die Spinnenkiste. Da habe ich leider nichts. Und ich glaube, da mache ich eine Experience-Farm beim anderen, Platz nicht in der Monsterfalle, weil in meiner Let's Show habe ich die direkt da drin und warum laufe ich gerade so rum, weil ich vielleicht was erzähle, ich habe keine Ahnung. Und ja, machen wir es lieber mal so. Dann kommt es wieder weg, dann kommt da einer hin. So, habe ich Experience Farm und Mob Fall in einem. Allerdings muss ich da kurz was umbauen, also was heißt kurz was, muss ich halt was umbauen, aber naja. Ich glaube, ich bin gleich voll, verdammte Scheiße. Ach Gott, noch 2 Stacks habe ich Platz. Das ist ja nicht wirklich viel. Nein, der war fail. So. So, so, so. Ich weiß, es ist nicht sehr spannend, hier Monsterfallen zu gucken, aber ich werde auch dran schreiben, wann die Monsterfalle fertig ist, weil ich weiß ja dann, in wie viel Parts sie fertig sind. Ist, schätze ich mal, vielleicht mache ich jetzt auch, wie gesagt, nur die Hälfte. Und, dann schreibe ich, keine Ahnung, Part 1 von 50 als Beispiel. Das ist zwar übertrieben und Schwachsinn, was ich da für einen Scheiß laber, aber... Naja, und da könnt ihr ja meinetwegen 50 Parts vorspulen. Na, keine Ahnung, aber... Meinetwegen könnt ihr es ja auch gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo Spannendes. Diamanten auf Höhe 56, logisch. Das gab es bestimmt doch voll häufig schon. Also könnt mir mal sagen, falls ihr Minecraft... selber spielt, was eure höchste Diamantenhöhe war. Also ich merke mir sowas immer nicht, aber würde mich mal interessieren. Für rein muss ich dann 7, naja. 7, 7, 2, 3, 4, 5. Na, ich war zu weit. Glaub ich mal. Ach Gott, sorry. Das kommt jetzt auf einmal so raus. Ich weiß nicht, warum, weil gerade. Ha, ich glaube, das war sogar. Nein, das war doch nicht. Scheiße. Heilige Scheiße. Es wird fast ein bisschen dunkel da drin, würde ich mal sagen. Meine Maus muss ich gerade wieder ein bisschen wegziehen. Und ja, so, ich mache übelst viel am Mikro, glaube ich. Und hier ist übelst laute Cave-Geräusche. Also ist hier wohl irgendeine, ich könnte ja bei, oh Gott, ich kann das nicht mehr aussprechen, bei Race Minimap
Mal raufgucken, wo hier überall Caves sind. Und da sind bestimmt fünf neben mir, obwohl nur vier gehen eigentlich. Aber naja, ich weiß es nicht. Offscreen kann man natürlich Monsterfallen immer leichter und besser bauen, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Let's Play heißt, was gemeinsam machen oder so, aber deswegen glaube ich, das ist auch in Ordnung. Und warum jetzt ein Let's Play von Minecraft kommt und ich gestern gesagt habe, oder vorgestern, dass ich, also in Trackmania, dass ich keinen Bock gerade habe, Minecraft zu zocken, da ist, habe ich geduscht und da ist mir das halt eingefallen und da habe ich wieder Bock gehabt, das auszuprobieren und Monsterfalle hatte ich eh Lust mal zu bauen, weil ja, warum baue ich eine Monsterfalle für Items, ne? Also ist ja irgendwie logisch, für was auch sonst. Oder für Experience Points. Oder heißt das XP oder EP, ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder versteht, was man meint. Oder wir haben 555. So. Wieder Schrott. Und das reicht natürlich nicht, was ich an Pickaxes mitgenommen hat. Ja, ich mache den Stack jetzt einfach mal noch voll und dann, ich kann doch auch so einen Samen rausschmeißen, dann kann ich noch zwei Stacks voll machen. Also noch ein bisschen weniger als die Pickaxe kann, aber naja. So. Hoffentlich klappt das mit dem Splitten in HD, sonst wird das halt scheiße, wenn fünf Parts nicht in HD sind, sondern nur in 480p oder so. So. Wenn euer Internet so scheiße ist, guckt ihr das wahrscheinlich eh immer nur in 480p, aber mein Internet ist so unkonstant. Oh Gott, deswegen kommen auch manchmal keine Folgen raus. Das ist halt ein bisschen, naja. Bisschen sehr dumm. So, ich würde sagen, die erste Etage habe ich hier fertig. Also, erstes Teil von vier. Vorausgesetzt oder voraussichtlich. Ich mache kurz nochmal das hier weg, damit Enderman sich nachher nicht. Falls hier überhaupt mal einer reinkommt bei mir, dann habe ich einen gesehen, mal drin und der hat sich direkt raus teleportiert oder so. Dass sie da nicht stehen können, weil ich glaube nicht, dass sie Cobblestone stehlen können. Also könnt ihr mir sagen, aber also wenn ihr es besser wisst, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die können irgendwie nur alles, was so, also Erde, Sand, Kies vielleicht auch noch, keine Ahnung. Aber ich kämpfe so selten gegen Endermänner und seid mir jetzt nicht böse, aber ich habe vorerst hier nicht vor ins End zu gehen. Also auch wenn ich die Rohstoffe hätte, weil nachher verkackt und dann bumm, du bist tot. Juhu, hatte nur 10 Diamanten bei mir, oder? Na, das ist ja noch wenig im Vergleich, was man manchmal findet, aber. Ach so, ja, okay, gut. Ach Gott, mein Schaufelreich wetten wir auch nicht. So. Und von innen sieht man ja eigentlich, wie die aussieht, die Monsterfalle, deswegen. Schaufel ist Schrott. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man die als Beispiel mit Erde macht und wenn man dann sich ein Mod installiert, also Element Don't Pick Up Blocks oder wie da auch heißt, dann kann man die meinetwegen auch aus Erde machen. Da passiert nichts, also. Aber es sieht einfach schön aus Cobblestone, ne? Und aus Cobblestone kann man sich wenigstens auch noch Werkzeuge machen und den ganzen Scheiß, aber naja. Ich hoffe nicht, dass ich mein Mikro gerade mal verschlechter. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und warum bin ich eigentlich wieder. Warum mache ich das hier viel hoch? Kannst du mir das mal sagen? Ich weiß nicht warum, aber. Intelligent. Intelligent. So. So, 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 so. Nee. Und ich weiß nicht, ob ich mir halt ein Intro mach oder machen lasse, ich weiß es ja nicht. Und ja, ich weiß es deswegen nicht, weil ich rendere ja keine Ahnung, ich rendere meine Videos ja nicht mit Adobe Premiere oder mit Camtasia Studio 7, sondern irgendwie, also mit Easy H264. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeiner von euch kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Das will ich doch nicht benutzen. Das war irgendwie voll der intelligente Schachzug oder wie das heißt, aber egal. 3, 4, 5, 6. Soweit. Und das dauert zwar übelst lang, nämlich teilweise, wenn ich 20 Minuten render, 2,5 bis 3 Stunden, aber danach kann ich die Dateien halt in derselben Zeit, wie ich sie gerendert habe, wenn nicht sogar noch weniger, hochladen. Und bei diesem Renderprogramm kann man, glaube ich, nicht Sachen davor schneiden. Und ganz ehrlich, ein Intro ist vielleicht keine schlechte Sache oder so. Und
Man erkennt, dass das der YouTuber ist, vielleicht. Und ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das. Ich habe doch eigentlich gar keinen Platz mehr. Ach so, doch, anscheinend schon. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll, um ehrlich zu sein. Und es ist wieder Tag geworden, das finde ich schön. Das finde ich schön. So, ich glaube, ich mache jetzt noch das Zünde. Naja, egal, ich mache jetzt einfach so, wie ich denke. Und wenn da irgendwas mit dem Splitten halt fehlt, dass ich irgendwie der letzte Satz, den ich in dem Video sage.